Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich noch einmal auf das Beispiel zurückkommen, mit dem ich das Thema der Funktionen eingeleitet habe. Dabei ging es darum, dass wir dem Benutzer ermöglicht haben, eine Reihe von Zahlen einzugeben und wir haben anschließend den größten dieser Werte, das Maximum, ermittelt und in das HTML-Dokument ausgegeben. Dieses Programm möchte ich nun so umformulieren, dass wir nun selber einige Funktionen schreiben, die einzelne Teilaufgaben erledigen. Das führe ich hier wieder direkt in Live vor. Ich habe die Maximumsfunktion ein kleines bisschen verändert, und zwar habe ich gegenüber dem, was wir ursprünglich gesehen haben, hier unten eben keine While-Schleife mehr, sondern nunmehr eine For-Schleife. Wer sich das nochmal angucken möchte, wie die While-Schleife und die For-Schleife sich zueinander verhalten, kann das gerne tun. Das möchte ich aber in diesem Video nicht thematisieren. Was ich hier jetzt machen möchte, ist, dass ich eben dieses Programm noch einmal modifiziere, indem ich es eben, wie gesagt, jetzt zu einem Programm umbaue, das nun mit Funktionen arbeitet. Überlegen wir uns dazu einmal ganz kurz, was wir hier eigentlich im Grunde genommen machen. Wir haben hier einmal eine Deklaration, dann haben wir hier ja im Prinzip, was wir in diesem ersten Block hier tun, das ist ja eigentlich das, was die Eingabe erledigt. Das heißt, hier bitten wir den Benutzer darum, seine Zahlen einzugeben, und hier unten haben wir dann in diesem Block von den Zeilen 20 bis 25, wie ich das jetzt hier gerade formatiert habe, haben wir jetzt die Anweisungen, die eigentlich die Arbeit machen, also das Maximum berechnen. Und ganz am Ende haben wir hier noch eine Ausgabe. Und diese Struktur, die wir hier jetzt haben, die können wir sehr gut dafür nutzen, dass wir das jetzt in Funktionen gießen. Wir bauen uns hier kurzerhand eine Funktion drumherum, die dafür sorgt, dass dieser Eingabeblock hier gewissermaßen zu einer eigenen Funktion wird und dass eben die Maximumsberechnung ebenfalls eine eigene Funktion wird. Dafür gehe ich so vor, dass ich nun also in dieses Programm eine Funktion einfüge und die nenne ich LiesEingabe zum Beispiel. Und die soll einen Parameter s bekommen. Das soll hinterher ein Array sein, was wir da bekommen. Und dieses Array befüllen wir in genau der Weise, wie wir das hier vorher auch getan haben. Das heißt, wir nehmen einfach diesen Code, kopieren ihn in unsere Funktion hinein. Und was haben wir jetzt also innerhalb dieser Funktion? Wir haben hier zunächst die Initialisierung, wir haben dann anschließend die While-Schleife, mit der Benutzer seine Daten alle eingeben kann. Und das war es auch. Und wir müssen jetzt natürlich irgendwie dafür sorgen, dass das, was wir da getan haben, das landet ja jetzt alles in dem Array S, das muss natürlich irgendwie wieder zurückgegeben werden. Wie wird es zurückgegeben? Ja, da kommt jetzt genau der Referenzparameter ins Spiel. Weil das S ein Array ist, heißt das natürlich eben, dass dieses per Referenz übergeben wird. Und das bedeutet, alle Änderungen, die wir an S hier vornehmen, mit dem S.push, sprechen sich also durch. Das heißt, mit welchem Parameter auch immer wir diese Funktion aufrufen, die Werte landen auf jeden Fall eben in dem Array, was uns übergeben wird. Diese Funktion, die wir hier oben haben, müssen wir natürlich hier unten noch irgendwo aufrufen, indem wir es einfach eben den Namen der Funktion dorthin schreiben. Und ich nenne das Array hier einfach mal A. Und hier oben nenne ich das auch entsprechend A. Dass wir also auch sehen, die Arrays müssen ja nicht gleich heißen. Das Array A wird also hier übergeben, wird hiermit befüllt. Und alle Werte werden eben, weil es ein Referenzparameter ist, damit in dem Array A gespeichert. Wir haben hier links kein Gleichheitszeichen und was links davon stehen auf irgendeine Art und Weise. Das könnten wir auch gar nicht sinnvoll tun, weil unsere Funktion ja gar keinen Rückgabewert liefert. Ich nehme diese eine Zeile hier oben mal an der Stelle raus, um das ein kleines bisschen übersichtlicher zu machen. Da haben wir die Sachen hier unten so zusammengefasst. Das ist also das, was wir hier haben. Jetzt möchte ich noch diesen Block, den wir hier haben, ebenfalls zu einer Funktion umbauen. Die Funktion nenne ich einfach mal Maximum. Ist ja vielleicht kein ganz dummer Name für sowas. Function Maximum. Und der übergeben wir ebenfalls das Array S. Und wir kopieren jetzt, oder verschieben besser gesagt, den Code, den wir hier haben, komplett in unsere Funktion hinein. Was passiert also hier jetzt? Naja, genau das, was bislang auch passierte. Wir bestimmen unser Maximum mit Hilfe dieser For-Schleife. Die Initialisierung, die For-Schleife, alles gut und schön. Aber jetzt müssen wir noch darauf achten, dass wir unser Maximum, das wir in der Variablen max stehen haben, zurückgeben. Wir haben jetzt das Array S nicht verändert, das ist immer noch ein Referenzparameter, aber an dem S ändern wir nichts. Deshalb spricht sich da auch nichts nach oben durch von dem, was wir hier tun. Aber was wir hier abschließend noch machen müssen, ist halt, dass wir den Wert zurückgeben, return max. So, wenn wir das getan haben, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die Funktion auch aufrufen. Und wir könnten uns hier eine Variable hernehmen, der wir den Wert von Maximum dann zuweisen. Wir können aber auch hier direkt die Funktion aufrufen, indem wir hier hineinschreiben, wir wollen das Maximum berechnen. Ja, wovon denn? Von dem Array A. Und das war's schon. Gucken wir uns das Programm also nochmal an, das Hauptprogramm jetzt nur. Dann steht hier also, wir deklarieren ein neues Array. Wir lesen eine Eingabe
Und wir wissen, dass unsere Funktion, die wir hier geschrieben haben, ja das Array befüllt. Das heißt, die Werte stehen jetzt alle in dem Array drin. Und wir können jetzt dieses Array anschließend an die Funktion Maximum übergeben. Und diese Funktion liefert uns eben den größten Wert aus dem Array zurück. Und der würde also entsprechend hier eingesetzt. Das heißt, wenn wir also diese Datei jetzt speichern, wenn wir die dann hier drüben laden und ich hier wieder mein Lieblingsarray eingebe, 6, 11, 9 und dann die 0 zum Eingabeende, dann wird uns das Maximum tatsächlich angezeigt. Wir haben jetzt gesehen, dass wir unser Programm besser strukturieren können, indem wir einzelne Teilaufgaben identifizieren und diese einzelnen Teilaufgaben von einzelnen Funktionen erledigen lassen. Dabei ist es wichtig, dass wir uns angucken, welche Parameter wir brauchen, wie wir die Parameter und sonstigen Variablen verändern, wo wir Rückgabewerte brauchen, was wir mit den Rückgabewerten anfangen. Im Großen und Ganzen ist unser Programm aber dabei gar nicht komplizierter geworden. Und wenn man sich das Hauptprogramm anguckt, stellt man fest, dass dieses sogar extrem einfach geworden ist. Denn da kann man jetzt sehr einfach lesen, was dort passiert. Die erste Anweisung besagt, dass wir ein Array deklarieren. Die zweite Anweisung besagt, dass wir die Eingabe einlesen. Die dritte Anweisung besagt, dass wir das Maximum berechnen und ausgeben. Und das ist unser Hauptprogramm. Den Rest, die Details gewissermaßen, können wir auslagern. Auch intellektuell befreit uns das von einer ganzen Menge Arbeit, weil wir uns nun zunächst einmal einen Plan auf grober Ebene machen können, uns das Ganze dann Stück für Stück genauer angucken können und wenn uns dann die Details interessieren, wie beispielsweise die Eingabe funktioniert, dann müssen wir nur in die Eingabefunktion hineingucken und nicht lange herumsuchen, wo wird denn hier etwas eingegeben oder wie ist denn das hier alles miteinander verwoben. Wir können jede Teilaufgabe weitgehend isoliert von den anderen betrachten und dann die Details der einzelnen Teile sowie natürlich deren Zusammenwirken versuchen zu verstehen. Das gleiche gilt für die Berechnung des Maximums. Wir können uns auch diesen Teil ganz isoliert angucken und schauen, was innerhalb dieser Funktion passiert. Wir bekommen ein Array übergeben. Die Funktion läuft ab. Wir ermitteln das Maximum und geben das Maximum zurück. Die Funktion können wir so isoliert betrachten, ohne dass wir das gesamte Programm dafür verstehen müssen. Und so können wir letztlich unser ganzes Programm in Einzelteile zerlegen, dafür sorgen, dass die Einzelaufgaben ihren Job erledigen und dann das Ganze natürlich irgendwie sinnvoll zusammenknüpfen. Das Programm als Ganzes wird so viel übersichtlicher, viel besser verständlich für uns und damit auch viel weniger fehleranfällig. Denn wir machen immer wieder mal Fehler, wenn wir Programme entwickeln, und dann geht es immer wieder auch darum, dass wir die Fehler finden können, lokalisieren können, um sie an den entsprechenden Stellen beheben zu können. Das soll es zum Thema Funktion dann auch für den Augenblick gewesen sein. In den nächsten Videos wird es dann mit etwas Neuem losgehen. Es wird Objekte geben. Das wird tatsächlich nicht etwas ganz Neues sein, sondern im Wesentlichen auf dem aufbauen, was wir in den letzten Videos schon kennengelernt haben. Wir werden dort auch ganz viele Dinge wiedererkennen, werden aber insbesondere noch bessere Strukturierungsmöglichkeiten an die Hand bekommen, als die Funktionen sie uns schon bieten. Das versetzt uns dann in die Lage, größere Anwendungen schreiben zu können. Und da wollen wir hin, denn bislang haben wir ja hauptsächlich Mini-Programme geschrieben. Wir wollen aber natürlich dahin kommen, dass wir zum Beispiel so etwas wie einen Webshop programmieren können. Tschüss, bis zum nächsten Video.